Die Schweiz hat der Kuh unendlich viel zu verdanken. Die Schweiz definiert sich über die Kuh, sie lebt für die Kuh, sie subventioniert die Kuh, sie schaut uns auf vielen Bildern an, sie bedient viele unserer tiefen Sehnsüchte, junge, samtige, weiße Euter, schön blickende Augen, saubere Kühe, das ist eng verbunden mit der schweizerischen Identität. Und es ist in der Tat so, dass diese jahrtausendelange Symbiose mit der Kuh eine Kuhkultur entwickelt hat, die weltweit einmalig ist. Wir sind aber daran, diese Bilder nun wirklich einfach Bilder werden zu lassen, Abziehbilder, die uns selbst auf den Kopf fallen, die nicht mehr leben. Und darum fordern wir wirklich einen neuen Umgang mit der Kuh. Heißer Stern, mein Meister macht Ipe und ich kann ihn gern. Ich bin ein Braun, ich habe dunkle Augen, trotz Rinderwand und ich an Zukunft glauben. Mein Vater ist ein Schöner, hat's gesehen im Katalog, hat 20.000 Schwestern, der Vater ist tot. Mein Vater ist ein Schöner, hat's gesehen im Katalog, hat 20.000 Schwestern, der Vater ist tot. Ho, ho. Die Kuh ist eines der einzigen Tiere, das, entschuldigen Sie, scheißen und fressen kann am selben Ort und der Boden wird besser. Das ist ja eigentlich der Anfang einer gesunden Landwirtschaft, dass man Produkte vom Boden nimmt und der Boden wird während der Produktion besser. Und da spielt die Kuh eine entscheidende Rolle, weil die Kuh das einzige Tier ist, mit der der Mensch nicht mehr ziehen muss. Das heißt, er konnte bleiben, wo er ist, und konnte so eine Landwirtschaft aufbauen. Und darum erlebt der Mensch die Kuh als das Wesen, das ihm hilft, dort zu bleiben, wo man ist, mit seinem ganzen Vorteil von Konservatismus und Nachteil von Konservatismus. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass diese Ortgebundenheit zu einer regionalen Identität führt. Wenn Sie nur mal sehen, wie sich die Walliser Kultur, die Berner Oberländer Kultur, die Haslitaler Kultur, die Entlibucher Kultur, die Zürcher Kultur, die Toggenburger, die Appenzeller Kultur, alle sind Kuhkulturen, die sich auf verschiedene Art vom Umgang mit Kühen aufgebaut haben. Und da sehen wir, dass das Einlassen auf die Kuh der Schweiz ein Teil der Identität geworden ist. Dort hinten im Stroh, dort in der Mastgruppe 4, hat's einen, den ich gern hätte, ein bildhübscher Stier. Alle Wochen da träume ich, er käme zu mir, ins Gatter verdonnert und steht neben mir. Doch jetzt habe ich ausgeträumt, eine Art bin ich froh, ja, der Mann mit dem Röhrli hat Sehnsucht mitgenommen. Doch jetzt habe ich ausgeträumt, eine Art bin ich froh, ja, der Mann mit dem Röhrli hat Sehnsucht mitgenommen. Oh. Da sehen wir halt schon, dass wir heute an einem Punkt angelangt sind, wo wir uns entscheiden müssen, wollen wir die Kuh jetzt endgültig aussaugen oder wollen wir die technischen und intellektuellen Möglichkeiten nutzen, die wir haben, und die Kuh als das erkennen, was sie ist. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir nicht Ackerbau für Kühe machen. Es ist absolut sinnlos, Kühen vom Acker Futter zu geben, weil wir den Menschen da konkurrenzieren und weil wir auch etwas tun, für was ihr Magen nicht gebaut ist und darum auch sehr ineffizient verdaut. Jede europäische Kuh frisst etwa 2,5 Tonnen Kraftfutter pro Jahr. Das ist das Essen, was 5 Menschen ernähren könnte. Und sie macht daraus das Essen für einen Menschen. Das heißt, jede europäische Kuh vernichtet Nahrung von 4 Menschen pro Jahr. Und wenn das 250.000 Kühe nicht tun, und das wären zum Beispiel etwa die Biokühe in der Schweiz, dann hätten 1 Million Menschen mehr zu essen. Und darum sind wir eigentlich daran, diese wunderbare Beheimatung in der Welt, die aus der Symbiose mit der Kuh entstanden ist, in ihr Gegenteil zu verkehren, indem wir gegenwärtig
Palmölkulturen anbauen, Urwälder abholzen, um den Kühen das Futter zu geben, das sie braucht, um mehr Milch zu geben, den Preis nach unten zu drücken und schlussendlich eine Kuhkultur entwickeln, die nur noch in den Abziehbildern dem entspricht, was eigentlich die Kuhkultur war. Und darum erfordere ich da einen klaren Marschhalt und sage, wir müssen der Kuh die Wiese zurückgeben. Das wäre eine agrarpolitische Forderung, die zum Teil jetzt aufgenommen wird. Wir müssen sie als Rhythmusorgan in unsere Gesellschaft einbauen. Wir müssen sehen, wie wunderbar therapeutisch eine Kuh wirken könnte, wenn sie zum Beispiel in Schulhäusern, dort wo Menschen sind, gehalten würde, weil dann eben die Kuh ihre wirkliche Fähigkeit, den Ort zu entwickeln, einen Standort nachhaltig und positiv zu entwickeln, zum Ausdruck kommen könnte. Jeden Morgen, jeden Abend überkomme ich viel Klee. Wär's lieber selber suchen und das Beste draus nehmen. Doch hab ich nichts jammern, hab einen fortschrittlichen Stall. 1,70 x 1,20, ja das hab ich auf jeden Fall. Das Leben ist nicht so gefährlich, dafür ein bisschen dumpf. Statt schön pogne Hörner, ein ausbrennter Stumpf. Oh, oh. Wenn wir anständige Menschen sind, fragen wir als nächstes, was kann dann die Schweiz der Kuh zurückgeben? Und das könnte man auf einen einfachsten Satz hinunterbrechen, nämlich den, gebt der Kuh Gras zu fressen und Klee. Auf unserem Betrieb haben wir eine Fruchtfolge. Die Fruchtfolge, das heißt, dass wir jedes Jahr auf einem Stück Land etwas anderes anbauen in einem Fruchtfolgezyklus von zum Beispiel 11 Jahren. Und das Ziel dieser Fruchtfolge ist, dass der Boden nach einem gewissen Zyklus besser ist als vorher. Sonst haben wir eben diesen Boden verbraucht. Und irgendwann müssen wir weg und müssen unsere Nachbarn wegjagen, sondern wir müssen ja dort bleiben, wo wir sind. Bei uns ist das etwa von 11 Jahren Rotation in einer Fruchtfolge, Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Kartoffeln und so weiter, braucht es 3 Jahre Wiese, um den Boden wieder aufbauen zu können, um nach 11 Jahren zu sagen, wir haben nicht Raubbau betrieben, sondern wir haben Boden aufgebaut. Und wir haben jetzt genauso viele Kühe und kein einzige mehr, als es braucht, um die 3 Wiesenparzellen zu fressen, die es braucht, um den Boden wieder in Ordnung zu haben. Das heißt, die Kuh hilft damit, den Acker wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was sie eigentlich seit Tausenden von Jahren für den Menschen gemacht hat. Wir machen nicht Ackerbau für Kühe. Sie fressen nur das Gras. Sie fressen kein Gramm Konzentrate oder Weizen oder Mais oder was immer. Das heißt jetzt auf unserem Betrieb, wir haben ein Viertel von der Kuhzahl, die man sonst auf diesem Betrieb haben könnte. Das heißt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die auf einem tieferen Kuhniveau arbeitet. Wenn wir so sehen, hätten wir etwa ein Viertel der Kühe in der Schweiz, die wir heute hätten. Wir hätten einen besseren Milchpreis, weil es weniger Milch gäbe. Und die Kuh hätte ihren Platz zurück. Wir könnten, wenn wir so arbeiten, etwa die zweifache Menge Menschen ernähren auf der Welt, wie es sie heute da ist, mit ökologischem Landbau. Das wäre eine wunderbare Vision, aufgebaut auf der Kuh, wieder dahingestellt, wo sie eigentlich sein möchte und wo ihre Spezialität ist, in dieser wunderbaren Verdauung und Standorttreue. Dazu kommt etwas anderes. Die Kuh, wenn man sich gesellschaftlich auf sie einlässt, bildet ein rhythmisches Gravitationsfeld um sich herum. Und wir nutzen das so, dass wir Menschen, die Schwierigkeiten haben, in ein rhythmisches Leben hineinzukommen, die zum Beispiel den Tag zu Nacht machen, die keinen Schlaf finden, die morgens nicht aufstehen können, die sich nicht einordnen können in eine Gemeinschaft, die sich erleben, indem sie sich gegen Rhythmus aufstemmen. Wenn solche Menschen um Kühe herum arbeiten, erlebt man sofort, dass sie eine Beruhigung erfahren, dass sie ein Metronom bekommen, dass sie in eine musikalische Art mit der Zeit umgehen können, die Harmonie bedeutet. Und darum denke ich, wenn man diese Fähigkeit der Kuh einmal entdeckt, wird es in 100 Jahren in der ganzen Schweiz in jedem Schulhaus eine Kuh haben. Im dunklen Windösen träum ich von
vor mich hin und frag mich dann heimlich, ist das echt schon gewesen? So muss ich mein Schicksal einem Menschen übergeben. Er macht sicher das Beste raus, ich würde es nicht nehmen. Doch bevor ich dann gehe, schreibt euch in der Tore. Ohne Ehrfurcht vor dem Leben sind wir alle verloren. Doch bevor ich dann gehe, schreibt euch in der Tore. Ohne Ehrfurcht vor dem Leben sind wir alle verloren. Oh, oh.